und nett, hier ist Alex. Und mir ist heute aufgefallen, ich habe eine meiner wichtigsten Lektionen, die ich in meinem Leben gelernt habe, noch nicht mit euch geteilt. Und deshalb dachte ich mir jetzt mal eben, warum mache ich das eigentlich nicht? So, und zwar ist das Folgende. Ihr könnt euch mit Worten in jede Situation reinbringen, aber ihr könnt euch auch mit Worten aus jeder Situation retten. So, nehmen wir an, ihr sucht eine bestimmte Situation auf. Ihr wollt irgendwie das und das Mädel kennenlernen oder den und den Job kriegen oder mit der und der Person in Kontakt kommen. Ihr fangt an zu reden. Ihr wisst natürlich vorher nicht, was ihr sagt. Aber eure Worte werden euch irgendwo hinführen. Vorher denkt ihr die ganze Zeit nur nach, was mache ich, wie sage ich das oder wie soll ich das machen. Es ist manchmal ganz cool, sich vorher ein bisschen darauf vorzubereiten. Aber wenn man einfach anfängt zu reden, kommt unser Kopf mit sehr, sehr, sehr coolen Sachen auf. Ich wette, ihr habt das selber schon mal erlebt, dass ihr am Anfang von einer Party, das ist eigentlich das beste Beispiel, noch sehr ein bisschen steif seid, aber je mehr ihr redet, desto lockerer, entspannter werdet ihr und desto mehr Witze reißt ihr auf einmal. Und ihr wisst gar nicht, what the fuck, wo kommt das eigentlich her? Und das könnt ihr nicht nur auf Partys anwenden, das könnt ihr in jedem Lebensbereich anwenden. Nehmen wir an, ihr wollt mit eurem Boss reden über eine neue Sache. Klar, könnt ihr so anwenden. Ihr fangt an zu reden und eure Worte führen euch irgendwo hin, in euer Kopf. Das ist klüger, als ihr denkt. Ihr wird mit neuen Sachen aufkommen und die spuckt ihr direkt wieder raus. Das Gleiche gilt aber auch, ihr seid in Schwierigkeiten. Was mir auch schon öfter passiert ist, ich bin in irgendwelchen Schwierigkeiten und ich fange an zu reden. Und irgendwie tragen mich meine Worte aus dieser Situation raus. Warum auch immer. Die Kunst, man kann es auch sagen, das ist die Kunst der Überredung, in einer Situation oder aus einer Situation rauszukommen. Würde ich nicht so bezeichnen, aber hey, fuck it, es funktioniert. Fangt an zu reden, schaut, wo euch eure Worte hinbringen und berichtet mir, in welche Situation könnt ihr das Ganze anwenden? Seid ihr da auf der Suche nach einem neuen Chef oder wollt ihr neue Leute kennenlernen? Aber ihr wisst nicht, wie ihr das sagen wollt. Ja, dann fangt an zu reden und schaut, was die Worte mit euch machen. Cool? Dann würde ich sagen, Daumen hoch oder Daumen runter, teilt das Video. Facebook-Link ist unten, addet mich, schreibt mir, abonniert den Kanal, denn nächstes Video kommt morgen. Ciao.